Verehrte Zuseher, ich begrüße Sie heute aus Berlin. Wir sind hier am Brandenburger Tor zu Gast in der ungarischen Botschaft. Der ungarische Botschafter Herr Dr. Josef Zucker hat uns eingeladen. Wir werden zusammen ein bisschen diskutieren über das Thema Ungarn in Europa und im Speziellen auch die deutsch-ungarischen Beziehungen. Abrunden wird das der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch von der CDU, Mitglied im Haushaltsausschuss. Er wird mit Sicherheit auch auf die Themen, die gerade beraten werden, zu Zypern eingehen. Nun, aber zuerst, Herr Dr. Zucker, die deutsch-ungarischen Beziehungen sind eigentlich immer sehr gut gewesen, historisch sehr gut. Und doch spätestens mit den Verfassungsänderungen in Ungarn kam erhebliche Kritik auf. Wie werten Sie das? Ja, also es wäre ein Fehler, wenn wir über die gute Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn in der Vergangenheit sprechen würden. Ich glaube, dass die Beziehungen sind sehr freundschaftlich, so eng wie nie zuvor. Aber Freundschaft heißt nicht, dass wir nicht uns streiten, dass wir nicht unterschiedliche Meinungen hätten. Und an diesem Punkt, nämlich wie wir unsere Verfassung verabschiedeten, das ist nicht die Diskussion, die erst jetzt kommt, sondern das ist die Fortsetzung einer seit 2 Jahren andauernden Diskussion. Also darüber haben wir unterschiedliche Meinungen. Sonst für Ungarn ist Deutschland weiterhin der erste oder der politische Partner Nummer eins und ohne Zweifel der wichtigste Wirtschaftspartner in Europa. Also wir haben hervorragende Wirtschaftsdaten, was der Warenaustausch anbelangt zwischen Deutschland und Ungarn. Viele deutsche Investoren sind in Ungarn. In den letzten 2,5 Jahren haben deutsche Investoren in Ungarn in der Größenordnung von 5 Milliarden Euro investiert. Offensichtlich hat sich die politische Debatte ein bisschen von der wirtschaftlichen Realität abgekoppelt. Also die deutsch-ungarischen Beziehungen, darf ich so berichten, sind weiterhin sehr freundschaftlich, sehr eng, sehr gut. Also man hat gewisse Einschränkungen jetzt vorgenommen in der Kontrolle des Verfassungsgerichts in Ungarn und man hat auch die Einschränkungen bei der Medienfreiheit vorgenommen. Fühlen Sie sich dann nur missverstanden oder ist es wirklich schon so, dass sich Ungarn mittlerweile stark von anderen europäischen Staaten unterscheidet? Missverstanden, das ist so ein Gefühl. Und in der Politik ist es immer gefährlich, wenn wir uns rechtfertigen wollen, dass wir missverstanden worden sind und deswegen hören wir nicht auf die Kritik. Das tun wir nicht. Ich glaube, die Dimension der Veränderungen in Ungarn ist noch nicht bewusst geworden in den europäischen Diskussionen. Wir arbeiten an einem Systemkorrektur in einem Rechtsstaat. Rechtsstaat war nie und ist auch jetzt nicht in Gefahr. Aber die Art und Weise, wie wir diese Umgestaltung, dieser Umbau des ungarischen Staates machen, ist sehr schnell. Unser Parlament hat in den letzten 2,5 Jahren über 400 Gesetze diskutiert und verabschiedet. Das ist wahrscheinlich eine Spitzenleistung. Es gibt kein vergleichbares Beispiel in Europa. Wir haben eine neue Verfassung verabschiedet. Und selbstverständlich, wenn die Mehrheit in einem Land so massiv konservativ ist wie unsere Zweidrittelmehrheit, was übrigens nicht automatisch heißt, dass das Land so konservativ ist, sondern das Wahlergebnis war ein eindeutiges Signal für die Politik, dass die Politik, die vor der Orbán-Regierung gemacht wurde, von den Wählerinnen und Wählern abgestraft wurde. Das heißt, wir müssten das in Kauf nehmen, dass diese Diskussion über die Verfassung, wir bauen einen modernen, aber kleineren Staat auf, wo auch der Staat weniger Ausgaben hat, wo wir die Gefahren, die wir leider in den letzten 20 Jahren sogar zweimal erleben mussten, dass wir uns verschuldeten, dramatisch verschuldeten, müssen wir die Zukunft bekämpfen. Und das heißt, neue Verfassung, natürlich die konservative Mehrheit artikuliert in dieser Verfassung die Werte, die für diese Mehrheit wichtig ist. Übrigens, die meisten Werte, die in dieser Verfassung geschrieben sind, teilt die ungarische Bevölkerung, zum Beispiel was unsere Identität anbelangt, woher kommen wir, wie definieren wir uns. Daran gibt es keine große Diskussion. Aber Europas Kräfteverhältnisse sehen anders aus als die ungarische innenpolitische Kräfteverhältnisse. Und es ist auch kein Zufall, dass auch unter dem Aspekt dieser Zweidrittelmehrheit auch eine ideologische Diskussion und eine politische Auseinandersetzung mit Ungarn geführt wird. Und das ist der Grund für diese
für diese manchmal nach meinem Dafürhalten sehr heftige und in manchen Zügen ungerechte Debatte über Ungarn. Herr Dr. Zucker, wie stehen Sie denn zu dem ungarischen Mediengesetz? Ja, das ungarische Mediengesetz war ein sehr umstrittenes Projekt, was mich als Botschafter von vornherein ein bisschen in der politischen Auseinandersetzung über dieses Gesetz störte, dass die Absichten des Gesetzgebers nicht mit Wohlwollen gesehen wurden. Also der ungarische Gesetzgeber hatte nie das Ziel gehabt, Pressefreiheit in irgendeiner Weise einzuengen. Wir haben übrigens nicht erst seit der Verabschiedung des Mediengesetzes eine Diskussion über die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn. Diese Diskussion hatte die ungarische Demokratie, seitdem wir überhaupt seit 23 Jahren in einem demokratischen Staat leben, immer begleitet. Wir haben vielleicht nicht alles gut gemacht. Man muss auch zu den Fehlern stehen, wenn man etwas macht. Aber die Fehler wurden korrigiert. Erstens, weil die Europäische Kommission hat das Gesetz überprüft. An drei Punkten haben wir festgestellt, dass der Gesetzgeber, sagen wir mal so, mangelhaft gearbeitet hat. Diese drei Punkte wurden sofort korrigiert. Ich muss auch fairerweise und korrekterweise sagen, wir haben das angeboten sofort, als wir die Reaktion der europäischen Medienreaktion unserer Freunde gehört haben, dass wir das Gesetz nach Brüssel schicken und dass die Kommission das Gesetz überprüft. Ich weise auch darauf hin, dass auch das ungarische Verfassungsgericht hat sich mit dem Mediengesetz beschäftigt und in wesentlichen Punkten von dem Gesetzgeber verlangt, dass sie das Gesetz korrigiert. Auch der Venedig-Ausschuss, ein spezieller Ausschuss des Europarates, hat sich mit dem Mediengesetz beschäftigt. Und mit diesen, in dieser Form der Zusammenarbeit zwischen ungarischen Behörden, ungarisches Parlament, Gesetzgeber, internationale Institutionen wie Kommission und Europarat haben wir letzten Endes dieses Gesetz korrigiert und die Pressefreiheit ist Ungarn da, war nie in Gefahr. Wir haben eine sehr bunte, sehr aktive, sehr regierungskritische Presse. Herr Wilsch, und wie sehen Sie das aus der deutschen Sicht? Ich glaube, dass Ungarn heute in einer ähnlichen Situation ist, wie Österreich zur Jahrtausendwende war, 99, Schüssel 1. Das hat nicht in den rot-grünen Mainstream gepasst, der da vorherrschend ist. Und deshalb ist damals ja zum Boykott vom Urlaub in Österreich und was weiß ich was alles aufgerufen worden, weil sich die Österreicher getraut haben zu wählen, wie sie es für richtig hielten und eine Koalitionsregierung dann gebildet haben, wo die Freiheitlichen dabei waren. Auf der gleichen Linie sehe ich das, was heute mit Ungarn veranstaltet wird. Ich halte die Kritik für maßlos. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, sie entzündet sich daran, dass in der neuen Verfassung festgeschrieben ist, dass die Ehe für Mann und Frau reserviert ist. Das finde ich nicht besonders spektakulär, sondern das Natürlichste der Welt. Aber es gefällt vielen nicht, die bei uns diesen Kampf anders führen. Hier geht es darum, das gleich zu schleifen, zu sagen, egal wie jemand mit wem zusammenlebt, die müssen alle die gleichen Vorteile haben wie die Ehe und dann ist es nachher das Gleiche. Also das ist eine Art Kulturkampf, der da stattfindet. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Ungarn zum demokratischen Europa gehört und da seinen Platz auch ganz fest hat. Das ist jetzt Ihre persönliche Meinung, Herr Wilch. Aber sehen Sie es nicht so, dass viele Ihrer Regierungsfraktionskollegen eine andere Meinung dazu haben? Das mag ja durchaus sein, aber Sie haben mich auch nach meiner persönlichen Meinung gefragt. Ich bin ja nicht Parteisprecher, sondern Abgeordneter. Und ich stehe jetzt nicht an, da Einzelne zu identifizieren, die vielleicht sich stärker infizieren lassen von diesem europapolitischen Mainstream. Ich habe Ihnen meine Meinung gesagt dazu. Herr Zucker, als Beobachter von Ungarn glaube ich festgestellt zu haben, dass es zuletzt keine besonders konservative Strömung war, die zu dieser Zweidrittelmehrheit geführt hat, sondern es gab vorher eine, sagen wir mal, Regierungskrise der vorgehenden sozialistischen Partei, wo ja auch erhebliche Korruptionsvorwürfe noch im Raum stehen. Glauben Sie überhaupt, dass es die Verfassungsthemen, die Probleme Ungarns sind, oder sind es eher wirtschaftliche Kompetenzen? Also vielleicht eine Bemerkung zu diesem Wahlergebnis.
Also die ungarische Gesellschaft, auch wenn, vor allem wenn man sich nur ausschließlich aus den Medienberichten informiert, haben wir ein falsches Bild. Die ungarische Gesellschaft ist, die Mehrheit der Gesellschaft ist in der Mitte. Also wir sind weder Richtung rechts oder nationalistische Richtung oder noch gefährlichere Richtungen außergewöhnlich oder in Richtung links. Die ungarische Gesellschaft ist eine europäische, ist eine klassische europäische Gesellschaft. Und die Wählerinnen und Wähler wollen natürlich in der Mitte bleiben. Das ist eine andere Frage, dass wir, was wir jetzt erleben, das ist eigentlich ein Abschluss eines langen Prozesses. Und diesen Prozess nennen wir Transformation. Und das würde wahrscheinlich den Rahmen dieses Interviews sprengen, das zu in Details gehend erklären, warum ist das so, aber vielleicht nur ein Hinweis. Wir haben damals das Systemwechsel in Ungarn in einer Art und Weise durchgeführt, was dann Beispiel war für andere. Und diese friedliche Lösung, dieser friedliche Weg beinhaltete natürlich schwerwiegende Kompromisse. Wir hatten nicht das Erlebnis gehabt, weder im positiven noch im negativen Sinne, wie die neuen Bundesländer, dass eine rechtsstaatliche Ordnung ausgedehnt wurde auf die neuen Bundesländer. Wir mussten selbst diese rechtsstaatliche Ordnung aufbauen. Das ist übrigens auch ein Vorteil und deswegen streiten wir uns darüber so heftig. Das ist unsere rechtsstaatliche Ordnung und sehr europäisch. Und deswegen überrascht mich nicht diese Heftigkeit der Auseinandersetzung in Ungarn, weil die Opposition schwach ist, weil es um wichtige Themen geht. Und das ist in Ordnung. Aber ich glaube, dass der ungarische Wähler oder Wählerinnen und Wähler sind nicht besorgt wegen der Befugnisse des Verfassungsgerichtes. Übrigens, die Befugnisse wurden nicht beschnitten. Die sind noch starke Befugnisse im Vergleich zu anderen europäischen Verfassungsgerichten sogar stärker. Vielleicht nach dem deutschen Bundesverfassungsgericht besitzt noch immer das ungarische Verfassungsgericht die stärkeste Befugnisse. Ungarn und die ungarische Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler, beschäftigt vor allem die wirtschaftliche Lage. Erstens die Auswirkungen der Krise der Eurozone auf Ungarn. Zweitens, dass wir seit Jahren nicht mehr Wachstum haben. Aber vor allem, und das ist vielleicht die allerwichtigste Frage, dass wir in Ungarn, das Land in der Europäischen Union unter den 27, das einzige Land sind, wo die Zahl der Beschäftigten am niedrigsten ist. In einem Land von 10 Millionen Einwohnern, wir beschäftigen ein bisschen mehr als 4 Millionen Menschen. Es ist eine ziemlich geringe Zahl. Das heißt, dass ein bisschen mehr als die Hälfte der Arbeitsfähigen können arbeiten. Entweder haben faktisch eine Arbeit oder haben sich als arbeitslos angemeldet. Und das ist das Grundproblem, dass wir nicht genug Arbeit den Menschen anbieten können. Und außerdem, dass wir ein großes Problem mit der Armut oder Verarmung einen großen Teil der Bevölkerung haben. 3 Millionen Menschen leben in Ungarn unter der Armutsgrenze. Das sind die wichtigen Probleme. Und ich vermisse manchmal in der europäischen Diskussion, oft wird über Solidarität gesprochen, aber man bemüht sich nicht oder nicht genug um die Probleme, also Hintergründe der jetzt zum Vorstand getretenen Krise besser kennenzulernen. Und das beschäftigt die Menschen, nämlich ob ich arbeiten kann, ob mein Lohn hoch genug ist, warum muss ich zum Beispiel für Energiepreisen, also Strom oder Gas, um 20-30% mehr zahlen, als der europäische Durchschnitt ist. Wenn ich in Ungarn telefoniere, warum kostet das 20% höher als in Deutschland, obwohl die gleichen Firmen in Ungarn sind und so weiter und so fort. Das beschäftigt die Menschen. Ungarn ist jetzt kein Teil der Euro-Gruppe, aber Sie beurteilen ja normalerweise auch das Geschehen in dem Euro-Raum Ihrer Nachbarländer. Was glauben Sie denn, wie stabil wird der Euro sein und ist es jemals eine Chance für Ungarn beizutreten? Also erstens, das ist, ich weiß, wie der Abgeordnete wird das anders sehen. Ich glaube doch, dass die Zukunft des Euros ist eine Schicksalsfrage. Das ist eine andere Frage, ob es eine Schicksalsfrage für die Europäische Union ist, aber in der Tat brauchen wir eine starke Eurogruppe.
Und solange Deutschland stark in dieser Gruppe ist, ist es gut für Europa. Weil es geht um die stärkste Volkswirtschaft der Europäischen Union. Und die ungarische Wirtschaft hängt von dieser Volkswirtschaft ab. Und das wollten wir übrigens. Das war unser Ziel, damit hier es klarstellen. Ungarn wollte immer sich diesem deutschen Industrieraum oder europäischen Industrieraum anschließen. Also die Euro-Krise muss gelöst werden. Während der ungarischen Ratspräsidentschaft in der ersten Hälfte 2011 haben wir gute Dinge gemacht. Das werde ich nicht alles auflisten. Wir haben Institutionen geschaffen oder Methoden geschaffen, die jetzt uns helfen, negative Entwicklungen, finanzielle Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen. Und die Schritte, die die europäische Partner in der Eurozone gemacht haben, bisher haben wir immer begrüßt. Wir haben auch Fiskalpakt begrüßt. Wir glauben, dass insgesamt die Eurozone auf dem guten Wege ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht besorgt sind, dass die Krise nicht vielleicht schnell genug erkannt und behandelt wurde. Nämlich die Krise hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Eurozone, aber auch auf die Staaten, die noch nicht der Eurozone angehören. Noch eine Sache, Ungarn hat das klare Ziel, der Eurozone beizutreten. Aber die letzten Jahre haben uns gelernt, dass es alleine nicht ausreicht, nur die Maastricht-Kriterien zu erfüllen, also die formellen Kriterien. Die ganze Volkswirtschaft muss vorbereitet sein für den Beitritt. Das ist nicht meine Aufgabe, nicht die Aufgabe des ungarischen Botschafters, das zu bewerten, ob es in der Vergangenheit so passierte. Also das heißt, Ungarn wird in die Eurozone beitreten, aber nur dann, nicht nur, wenn wir die formellen Kriterien erfüllen und Defizit unter 3% ist und dann auch Staatsverschuldung auch unter 60% ist und alle anderen Kriterien, sondern wenn die Volkswirtschaft vorbereitet ist dafür. Und das ist noch nicht der Fall, das wird noch dauern. Herr Wilsch, ist die jetzige Eurozone bereit, Ungarn auch noch aufzunehmen? Ich finde die Einschätzung Botschafter Zucker sehr richtig, dass das sicher zu früh wäre. Und ich denke, wenn ich über die Eurozone nachdenke, zurzeit weniger über Erweiterungen als über Anpassungen nach unten nach. Denn ich glaube, was wir feststellen müssen, ist, dass die Hoffnung, die mit der Einführung des Euro verbunden war, dass man mit der gemeinsamen Währung den Konvergenzprozess in Gang setzt, dass sich also die Wettbewerbsfähigkeiten der beteiligten Volkswirtschaften aufeinander zubewegen, weil alle nach den gleichen Regeln spielen, Haushaltsdisziplin wahren, Verschuldungen im Griff halten, dass die nicht eingetreten sind, offenkundig. Und das Problem, wenn Sie sich jetzt mal den Krisenmodus wegdenken, was wir eben trotzdem haben in dieser Zone ist, wie wollen Sie für eine Volkswirtschaft wie Spanien, für eine Volkswirtschaft für Italien, wo wir ein schrumpfendes Nationaleinkommen haben, mit der gleichen Zinspolitik, mit der gleichen Geldpolitik erfolgreich sein, wie für ein Land wie Deutschland, wo es relativ gut läuft, wo wir schon Überhitzungstendenzen haben, mit dem Zins eher ein bisschen nach oben gehen müssten, während die anderen natürlich sagen, das ist doch schon, um Gottes Willen, macht nicht noch an der Zinsfront zusätzliche Kosten auf, sondern senkt den Zins. Also die Konstruktionsmängel bei Einführung des Euro, das muss alles erst überarbeitet werden. Der Euroraum darf nicht dogmatisch als Schicksalsgemeinschaft dergestalt angesehen werden, dass Europa untergeht, wenn ein oder zwei Länder ausscheiden, vorübergehend aus der Eurozone. Da muss mehr wirtschaftspolitische Rationalität rein und dann kann in der einen oder anderen Form der Euro auch eine Zukunft haben. Also Sie hätten jetzt kein Problem, wenn Italien ausscheiden würde? Ich bin nach dem Vorliegen des italienischen Wahlergebnisses gefragt worden, was das denn heißt. Und wenn wir ehrlich sind zu uns, da haben bis auf die 10%, die Monti gewählt haben, 90% Nein gesagt zu dem, was vereinbart ist mit der Eurogruppe und mit Europa. Und nicht alle so laut wie der Herr Grillo oder wie Herr Berlusconi, aber auch Bersani sagt im Grunde genommen, jetzt ist genug mit Sparen, jetzt muss Wachstum stimuliert werden und Ähnliches. Und das ist nicht kompatibel. Es hat keinem der Euro-Länder
Es ist keinem der Euro-Länder das Regelwerk des Euro aufgezwungen worden. Alle haben selbst und freiwillig mit den entsprechenden verfassungsändernden Mehrheiten, Maastricht-Vertrag, Lissabon-Vertrag, in ihren Ländern angenommen. Und dazu gehört aber auch, dass das Spiel nach den Regeln gespielt wird, die miteinander festgelegt worden sind. Sie können also kein Verständnis aufbringen, wenn man sagt, man investiert hier lieber wieder in die Wirtschaft, anstatt zu sparen? Das hat ja erkennbar in den letzten 70 Jahren nicht funktioniert. Oder sagen wir, in den letzten 45 Jahren, wo Ende der 60er Jahre das erste Mal eine Konjunktur gab in Deutschland, wo es dann hieß, wir müssen ordentlich raushauen, der Staat muss ausgleichen, die mangelnde private Nachfrage und Investitionen und Konsum anregen. Und wenn dann die guten Zeiten kommen, dann zahlen wir die Schulden zurück. Das erste hat immer funktioniert, das zweite nie. Das ist ja ein Teil des Problems, vor dem wir stehen. Dass die Schuld, dass die Länder hier, die erste Welt, der reichste Teil der Erde, so maßlos überschuldet ist. Herr Dr. Zucker, Ungarn stand ja noch 2008 vor dem Staatsbankrott. Nun im zweiten Quartal 2012 war es das erste Mal, dass Sie weniger Staatsverschuldung gehabt haben als im Jahr zuvor. Wie haben Sie das geschafft? Ja, Gott sei Dank, dass jemand das auch gemerkt hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass nur die schlechten Nachrichten sind. Und wenn ein Staat wie oder ein Land wie mein Land sich konsolidiert, das ist gar nicht so eine interessante Nachricht. Ja, das stimmt. Ungarn war im Jahre 2008 oder stand vor dem Bankrott. Es war eine katastrophale Situation, aber das war noch nicht diese Regierung. Das war die Vorgängerregierung. Und wir sind jetzt seit in drei darauf folgenden Jahren unter 3%, was die Defizitzahl anbelangt. Und wir werden auch im nächsten Jahr unter 3% bleiben. Und wir haben, Ausgangspunkt war 2010, da fanden die Wahlen statt. Staatsverschuldung lag noch bei 83%. Und jetzt ist das vorhin ein bisschen schwächer geworden. Deswegen kann ich nicht die genaue Zahl sagen, aber liegen wir bei zwischen 74 und 77%. Also wir haben gleichzeitig die Defizitziele erreicht und gleichzeitig auch also die Defizitziele und gleichzeitig, also Defizit unter 3% gehabt, gedrückt und Staatsverschuldung auch verringert und auch die Zahl der Arbeitsplätze erhöht. Wie haben wir das geschafft? Ja, das war sehr schwierig. Also wir haben einen Weg gewählt und das führt auch zu das untermauert vielleicht diese politische Diskussion über Ungarn, weil die wirtschaftlichen Maßnahmen, finanzpolitischen Maßnahmen, die wir eingeführt waren, waren alles andere als angenehme Maßnahmen. Der Gesetzgeber, die Politik, die Regierungsmehrheit konnte nicht mehr die Bevölkerung belasten, das ging nicht mehr. Ich muss ein paar Zahlen nennen, sonst verstehen die Zuschauer es nicht. In Ungarn ist das Durchschnittslohn ungefähr 700, 720 Euro brutto. Und bei uns verdient ein Durchschnittsrentner monatlich 250 Euro Rente. Übrigens, 250 Euro ist ungefähr die Armutsgrenze in Ungarn. Also die Menschen zu belasten, ging nicht mehr. Deswegen, der Staat musste sparen, also der Staat ist schlanker geworden. Wir haben viele Reformen eingeführt, Arbeitsmarktreform zum Beispiel an der ersten Stelle. Wir können jetzt flexibel die Leute einstellen. Wir haben auch eine Steuerreform, ein neues Steuersystem eingeführt mit einem Flat Tax. Viele haben das kritisiert, aber ich weise immer oder wir weisen immer darauf hin, unser Ziel war sehr radikal schnell die Zahl der Steuerzahler erhöhen. Im Jahre 2010 hatten wir 2,8 Millionen Menschen in einem 10 Millionen Land, die Steuer bezahlt haben. In einem Jahr durch die Einführung der Flat Tax haben wir diese Zahl der Steuerzahler um 1 Million erhöht. Das ist ein sehr guter Schritt, ging in die richtige Richtung. Also Ausgaben wurden gekürzt, Sozialsystem wurde umgebaut, Bildungssystem wurde umgebaut, eine umfassende Reform des ganzen Verwaltungssystems haben wir in die Wege geleitet. Also das, was die Union von uns immer verlangte, unsere Partner uns vorgeschlagen haben, ihr müsst Strukturen ändern, damit der Staat langfristig und solide finanzierbar bleibt, das haben wir alles getan.
aber das ist nicht genug oder gar nicht gewürdigt worden. Also wir kämpfen noch auch mit einer Öffentlichkeit, mit einer vor allem politischen Öffentlichkeit, die nur über bestimmte sektorelle Probleme redet. Wir haben natürlich zum Beispiel Sondersteuer einführen müssen für den Finanzsektor. Wir müssen auch das Problem der sogenannten Privatschuldner lösen. Wieder eine Zahl, Ungarn hat 10 Millionen Einwohner, 1 Million Menschen haben in der Größenordnung von 20% des GDPs des Landes privat sich verschuldet. Die Größenordnung dieser Verschuldung ist 20 Milliarden Euro. Ungarns GDP ist 100 Milliarden Euro. Das ist eine dramatische Zahl. Und wir müssen diese Menschen unter ihren Arme greifen. 300.000 Menschen haben wir aus der Schuldenfalle geholt. Mit einer komplizierten Gesetzgebung und mit einer heftigen Debatte mit dem Finanzsektor. Aber das müssen wir tun, sonst diese Menschen wären richtig, wirklich verloren und die gesellschaftliche, politische Stabilität wäre in Gefahr. Aber das hieß, dass wir auch hier eine Konfrontation hatten mit den Finanzinstitutionen. Und es gab auch andere Sektoren, wo wir gesagt haben, die Entwicklung zum Beispiel im Energiemarkt ist für uns sehr schwer zu verstehen. Wieso haben wir 20% mehr zahlen müssen für das gleiche Gas, was unsere deutschen Freunde um 20% weniger bekommen? Das gilt auch für Strom. Und deswegen durch Regulierung versucht jetzt die Regierung auf der Ausgabenseite der Konsumenten sozusagen, diese Preisentwicklung zu stoppen. Wir haben übrigens keine Energiewende in Ungarn. Das heißt, es ist sehr schwer, der ungarischen Öffentlichkeit zu vermitteln, dass ausgerechnet bei uns liegen die Strompreise um 20% höher als in Deutschland. Also, aber das muss man verstehen. Damit nahmen wir in Kauf, dass wir jetzt mit Partnern, mit Freunden diskutieren, denen es natürlich nicht gefällt. Aber wir befinden uns in der Krise und jede Regierung, die Europäische Union hat nie gesagt, ihr müsst alle die gleichen Hausaufgaben machen. Jede Regierung hat die Aufgaben, Hausaufgaben und das hat Ungarn gemacht und da sind wir die stärksten Unterstützer der Bundesregierung, euch zu konsolidieren. Also zunächst finanzielle, fiskalische Solidität und dann Wachstum. Und daran haben wir uns gehalten. Und das hat uns nicht nur Freude gemacht und die Zahl unserer Freunde ist dadurch nicht mehr oder ein bisschen weniger geworden. Denken Sie denn? Ja? Ungarn ist übrigens in der Tat viel zu wenig beachtet, ebenso wie das lettische Beispiel, für ein erfolgreiches Überwinden einer Liquiditätskrise des Staates, so ist einer Überschuldungssituation. In beiden Fällen gab es IWF-Programme, der Internationale Währungsfonds ist seiner Aufgabe gerecht geworden, Staaten in Liquiditätsschwierigkeiten, in Außenbilanzschwierigkeiten zu helfen. Es gab zusätzliche Mittel von der EU, dafür gibt es eine eigene Fazilität, IFSM, hat auch schon mal andere Namen getragen. Und in dieser Kombination, dann besprochen, Maßnahmenpaket, was hat Ungarn zu tun, ist der Weg aus der Krise gefunden worden. Und es zeigt ein weiteres, das ist gerade das ungarische Beispiel, da gab es auch mal Streit mit dem IWF. Und dann ist der IWF rausgegangen. Das kann Europa nie, wenn wir uns diese Euro-Rettungspolitik anschauen, wo wir immer wieder dann Nachverhandlungsdruck ausgesetzt sind. Im Falle Griechenland sind die Konditionen inzwischen viermal nachgebessert worden. Das ist ein gutes Beispiel, was die Vorteilhaftigkeit der Handhabung von Zahlungsbilanzkrisen außerhalb des Eurosystems anbelangt. Wenn Sie sich erinnern an die Tagung der Staats- und Regierungschefs Ende Juni letzten Jahres, vor der Sommerpause, als der ESM dann beschlossen wurde, da gab es diese Bilder, als in der Nacht Monti und Hollande rauskamen und sagten, wir haben einen Durchbruch für Wachstum geschafft. Da ist ja Monti nach Hause gefahren und hat seine Rentenreform ausgesetzt, weil der Anpassungsdruck nachlässt, sobald es frisches Geld eben aus dem Eurosystem einfach gibt. Also Sie gehen jetzt eher davon aus, dass es ein Glück für Ungarn war, dass Sie nicht in der Eurozone sind, sonst hätten Sie es womöglich gar nicht so geschafft? Es wäre der Anpassungsdruck weniger geworden, weil es leichter ist, anderweitig wieder Refinanzierungsmöglichkeiten zu finden. Und das hilft langfristig keinem Land. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Zucker?
Ja, ideal wäre es natürlich gewesen, wenn wir in der Eurozone sind und genauso stark wären wie Deutschland. Dann würden wir jetzt unser Kopf zerbrechen, also wie finanzieren wir diese Krise. Aber in der Tat, wir waren nicht in der Eurozone, das hat gewisse Vorteile. Und diese Vorteile sind jetzt wichtig, aber man muss auch sehen, dass die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, haben andere verletzt. Und es ist uns noch nicht gelungen, deutlich und politisch verständlich zu vermitteln, dass alle in Europa, vielleicht Deutschland ist oder noch ein paar sehr stabile Volkswirtschaften innerhalb der Eurogruppe, kämpfen mit zwei großen Gefahren. Erstens kämpfen mit ihren Fehlern, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Diese Fehler hatten wir auch, dass man nicht sorgfältig genug mit dem Geld umgegangen ist. Das heißt, wir kämpfen für Solidität, für fiskalische Disziplin. Aber gleichzeitig, wir kämpfen auch dafür, dass wir die politische Stabilität beibehalten. Und ich bin zwar nicht Volkswirtschaftler, aber das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, dass das Schlimmste, was für Investoren passieren kann, dass wir die politische Stabilität verlieren. Da gibt es nicht einmal Rechtssicherheit, da gibt es nur Chaos. Und ich glaube, eine der wichtigsten Ergebnisse und Errungenschaften der letzten 2,5 Jahre ungarischen Politik ist, dass wir die politische Stabilität immer beibehalten konnten und die schwierigen Maßnahmen, die wir einführen mussten. Ein Beispiel, in Ungarn kriegt eine Familie nur dann Sozialhilfe, natürlich, wenn bedürftig ist, aber wenn sie ihre Kinder in die Schule schickt. Solche Maßnahmen einzuführen, ist sehr schwierig. Aber wir haben unter diesen schwierigen Umständen die politische Stabilität bewahrt. Und das wird nicht genug gewürdigt. Schauen Sie, überall werden die Regierungen abgewählt in Europa, weil einige wirklich ehrlich versucht haben, dieses erste Ziel, fiskalische Stabilität, zu erreichen. Und daraus ist eine politische Instabilität geworden. Also Ungarn hat hier ein Beispiel gezeigt, wenn wir zusammen mit der Wirtschaft die Lasten gemeinsam tragen, für eine bestimmte Zeit, für die Zeit, die wir zur Überwindung der Krise brauchen, dann geht das. Und das darf nicht von manchen Wirtschaftsvertretern als Gefahr gesehen werden. Das Ungarn macht jetzt ein schlechtes Beispiel, dass wir zum Beispiel den Dienstleistungssektor extra besteuern. Das wird alles gemacht im Interesse der Bewahrung der politischen Stabilität, des politischen Friedens, mit anderen Worten. Das war natürlich auch ein Stück Ändern der Rahmenbedingungen im Spiel. Also deshalb gab es ja da auch heftige Kritik von ausländischen Investoren, die gesagt haben, wir haben auf einer Grundlage gerechnet und plötzlich wird uns die Kalkulationsbasis zerschossen. Aber wenn Sie von 5 Milliarden Direktinvestitionen im letzten Jahr sprechen, allein aus Deutschland, dann scheint die Irritation überwunden zu sein. Ja, aber das Bild, darf ich? Das Bild ist komplexer. Wir sind auch, die Kommission und auch der Europäische Rat hat uns mehrmals aufgefordert, nicht nur Ungarn, sondern wir fordern einander auf, dass jedes Mitgliedsland der Europäischen Union muss halt definieren, mit welchen Mitteln sie die fiskalische Stabilität erreicht. Und eine der Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte in Ungarn war, wir haben eine erfolgreiche Privatisierung durchgeführt. Wir waren die Besten in der Privatisierung, aber offensichtlich ist es so, dass wir die Privatisierung oder die Investition in die produzierende Gewerben, also in die Industrie, vernachlässigt haben, in Europa. In Ungarn nicht so sehr. Wir haben eine starke Industrie. Und wir meinen, wenn wir Arbeitsplätze schaffen, müssen vorläufig für eine bestimmte Zeit bestimmte Sektoren bevorzugen und andere Sektoren bitten, sich stärker an den gemeinsamen Kosten, an den Lasten zu beteiligen. Und das heißt mit anderen Worten, Maschinenbau, Autoindustrie,
alles, was mit Industrie zusammenhängt, wird gefördert in Ungarn, massiv gefördert, weil dort entstehen Arbeitsplätze und noch wichtiger ist, wir müssen einen Mittelstand aufbauen. Und Mittelstand entsteht nicht automatisch in zum Beispiel im Energiesektor. Da gibt es auch Monopolpositionen und sie verhalten sich ein bisschen anders als andere Bereiche der Wirtschaft. Also das ist eine bewusste Politik. Es ist nicht gegen die ausländischen Investoren gerichtet, dass wir bevorzugen die Investoren, die in diesem Bereich, wo zum Beispiel Ingenieurwissen gefragt ist, wo wir eine klassische Wertschöpfung haben, das wird uns retten. Das ist unsere Erfahrung. Wir haben immer auf Deutschland aufgeblickt oder wir haben Deutschland immer als Beispiel gesehen. Deutschland ist deswegen stark, das ist die ungarische Analyse, weil in der Krise Deutschland hat nicht die Industrie vernachlässigt. Und das möchte Ungarn nachmachen. Und es kommt natürlich nicht so, dass wir alles so machen können wie bisher. Aber wir betonen immer, die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen oder ergriffen haben, sind Maßnahmen, weil wir uns in der Krise befinden. Und nach der Krise glaube ich, dass das Bild anders aussehen wird. Lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht von Mitteleuropa einen Blick werfen in den Südostraum des Eurogebietes. Momentan wird ja viel stark diskutiert über das Thema Zypern. Ist Zypern zu retten? Wie ist es zu retten? Mit russischer Beteiligung, mit EU-Beteiligung? Herr Wilch, wie beurteilen Sie das? Ja, natürlich. Wenn Sie sich anschauen, dass Zypern ein Bruttoinlandsprodukt von 18 Milliarden hat und allein Spareinlagen von 70 Milliarden, dann ist da schon noch ein Stück Luft zur gesamtstaatlichen Überschuldung sozusagen. Ich finde es richtig, dass im Falle Zyperns, wie ich es mir auch vorher schon gewünscht hätte, Eigentümer und auch Gläubiger von Banken herangezogen werden. Ich hätte das nicht bei 6 Milliarden gelassen oder 6,5, sondern für den vollen Betrag für richtig gehalten. Halt auf der anderen Seite ist aber für richtig, dass wir das, was wir selbst errichtet haben nach der Krise, Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank, nämlich das Sparguthaben gesichert werden sollen bis zu einer Größenordnung von 100.000. Das hätte ich versucht durchzusetzen, auch das einzuhalten. Ich weiß, Schäuble hat das gefordert, so wie er das geschildert hat. Aber die Zyprioten selbst hatten Angst um ihr Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell heißt ja, in einem Umfeld, wo sie einen Leitzins nahe Null haben, wo sie bei Geschäftsbanken in Deutschland, wenn sie Glück haben, 1% kriegen, wenn sie das Geld ein bisschen länger dort lassen, 4,5% kriegen und das Geld damit massiv nach Zypern gelockt worden ist, dort eigentlich in einem Maße verzinst worden ist, dass der Einlagenhalter sicher sich eingestehen musste, dass das keine ganz risikofreie Einlage sein kann. Und nun eben dieses Geschäftsmodell nicht mehr geht und man versucht einen Dritten zu finden, der das Geschäftsmodell weiterfinanziert. Ich will mal ein paar Zahlen alleine. Wenn Sie sich vorstellen, dass Zypern mit 18 Milliarden Bruttoinlandsprodukt pro Jahr zwischen 120 und 180 Milliarden Direktinvestitionen in Russland tätigt, als größter Auslandsinvestor in Russland, da brauche ich keinen Smoking Gun zu sehen. Das ist völlig klar, dass das nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann. Und da gibt es viele Punkte, die einen besonderen Charme, aber auch die Besonderheit dieses Falls Zypern ausmachen. Und ich glaube nicht, dass das ein Fall ist für Bailout. Ich halte Bailout grundsätzlich für falsch innerhalb der Eurozone und denke, dass wie immer jeden Morgen die Sonne aufgehen wird. Irgendwann werden sie auch die Banken wieder aufsperren und auch dann wird die Welt nicht untergehen. Das heißt, Sie geben den schwarzen Peter nach Russland und sagen, kümmert euch mal selbst um eure Banken in Zypern. Ja, ich höre, dass es Interesse gibt, von der einen oder anderen Bank vielleicht eine Bank zu übernehmen in Zypern. Das kann mit der Einlegerstruktur zusammenhängen. Da will ich gar nicht spekulieren, aber natürlich sind auch Russen aufgefordert, wenn sie das möchten und wenn sie da Interessen auch mit verbinden, also Vermögensinteressen, Einlagen sichern wollen, sich dort entsprechend zu engagieren.
Herr Zucker, Herr Wilsch ist ja normalerweise ein Sympathisant von einem starken Euro im Mitteleuropa, zu dem dann eher wahrscheinlich Staaten wie Polen oder Ungarn gehören dürften, als manche südosteuropäischen Staaten. Wie beurteilen Sie die Entwicklung in Zypern und welche Schlüsse ziehen Sie daraus, um Ungarn für den Euroraum vorzubereiten? Ja, es ist ratsam, dass wir als Vertreter eines Mitgliedslandes der Europäischen Union, das nicht in der Eurozone ist, sehr vorsichtig über Zypern spricht. Aber im Allgemeinen möchte ich das wiederholen, was ich schon vorher gesagt habe. Dieser ganze Prozess der Entstehung des Euros, unsere Perzeption, wie wir das damals oder unsere Partner die Eurozone aufgebaut haben, war offensichtlich ein bisschen fehlerhaft. Also es fehlt an Institutionen, die für den Fall, dass wir erleben jetzt eine Krise, hätten uns, nämlich das ist nicht nur ein Problem für die Eurozone, die Krise innerhalb der Eurozone, das ist ein europäisches Problem, das ist ein Standortproblem für Europa. Also es fehlten Institutionen, die uns hätten helfen können. Außerdem, die Zypern-Krise führt nochmal und ganz klar vor unseren Augen, dass nicht alles, was im Bankensektor in den letzten Jahren, Jahrzehnten passierte, war in Ordnung. Und auch wenn manche Fragen vorher als sozusagen heilige Kuh behandelt wurden, müssen wir wieder unter die Lupe nehmen und die Europäische Union, wir zusammen, Ungarn ist auch dabei, auch wenn wir nicht in der Eurozone sind, wir brauchen neue Institutionen, wir brauchen bessere Kontrolle, wir sind auch für die Bankunion, wir sind auch für den gemeinsamen Bankaufsicht, also wir müssen die institutionellen Faktoren stärken. Auf der anderen Seite, es gibt auch eine Lehre, und das gibt vielleicht nicht jetzt, weil die politische Diskussion über Ungarn überlagerte unsere wirtschaftlichen Erfolge. Aber ich glaube, das ist richtig, wenn wir im Zusammenhang mit Zypern sagen, es darf nicht sein, dass der kleine Mann so automatisch herangezogen wird, um für die Fehler der anderen gerade zu stehen. Mit anderen Worten, mit einfacheren Worten, wir bitten jetzt die Steuerzahler dafür, für die Fehler der Finanzinstitute zu zahlen. Es darf nicht sein, obwohl in der Krise gibt es immer ungewöhnliche Schritte, aber wir müssen vorsichtig sein, weil wir wollen, dass die Menschen ihr gespartes Geld in die Banken bringen. Wir wollen die Volkswirtschaften mit dem Ersparten refinanzieren. Und deswegen sehen wir die Entwicklung mit Sorge, aber wir hoffen darauf, dass die Eurozone genug stark ist, dieses Problem zu lösen und dass unsere zypriotischen Freunde genug Einsehen haben. Eine gute Lösung, eine Lösung, was für die Eurozone und auch für die Menschen in Zypern zu akzeptieren und erreichen. Dieses Programm ist ja wesentlich vorteilhafter für Zypern, als ich es beispielsweise angeboten hätte. Bei mir hat sie 10 Milliarden nicht dazu gegeben. Aber man muss schon mal, ich glaube, da herrscht auch weitgehend Übereinstimmung, an die Grundsätze erinnern. Wenn eine Bank in eine Schieflage kommt, weil sie unterkapitalisiert ist, dann hat sie als Erste das Problem. Muss sie sehen, dass sie frisches Kapital bekommt. Ausgabe, neue Aktien, was auch immer, das ist auch der einzige Weg, wie sie die Alteigentümer, die ja haften, das Kapital haftet, daran beteiligen können, indem nämlich deren Anteile dann weniger wert werden. Wenn das die Bank nicht wuppen kann, dann muss das Land sich überlegen, ist diese Bank für unser Finanzsystem existent notwendig, und dann müssen sie vielleicht als Land helfen. Dann kann natürlich auch der Steuerzahler herangezogen werden in so einer Krisensituation. Aber das Richtige ist immer erst der Eigner, dann der Einleger, der Gläubiger, dann der nationale Staat. Und ich bin bereit zu sagen, wenn das wirklich Auswirkungen hat auf den Euro insgesamt und das Land das nicht
wuppen kann, wie wir es gemacht haben bei der Hypo Real Estate, bei der Commerzbank, bei anderen, dann können vielleicht auch befristet und vorübergehend europäische Strukturen helfen. Aber der Automatismus, der sich eingestellt hat in Europa, der ist verhängnisvoll und der wird dazu führen, dass Deutschland überfordert wird. Und wissen Sie, wenn ein guter Schwimmer, wenn der einen Herd hat, den er rausziehen will, schafft vielleicht dann auch den zweiten, aber wenn drei oder vier dran hängen, geht er mit unter. Und das ist die Gefahr, die ich sehe, die ich fürchte. Das sieht im Übrigen auch die Opposition teilweise so, die sich ja jetzt ziemlich aufplustern über den Vorschlag, der Zypern gemacht worden ist. Gleichwohl empfehlen Sie für die Zeit nach der Wahl ja was sehr Ähnliches. Rote, Grüne und die Linken wollen Vermögenssteuer einführen. Das ist nichts anderes als das, was, das ist eine einmalige Vermögensabgabe, aber von der Grundstruktur nichts anderes als das, was dort gerade vorgesehen war. Herr Wilsch, wie sehen Sie denn grundsätzlich den Imagewandel Deutschlands momentan in der Öffentlichkeit? Wenn man mal Griechenland ansieht, Italien, jetzt Zypern, da haben wir im Fernsehen Bilder mit Leuten, mit Plakaten, mit Frau Merkel drauf, kein anderer Staatschef. Es fokussiert sich immer nur auf Deutschland, die bösen Deutschen. Ist das denn auf Dauer so gewollt? Das ist von mir überhaupt nicht so gewollt, das beobachte ich mit großer Sorge. Seit wir im Mai 2010 diese Euro-Rettungspolitik, sagt das in Anführungszeichen, begonnen haben, ist das friedliche Miteinander in Europa nicht gefördert worden, sondern im Gegenteil. Ich habe in meiner Zeit, die ich politisch aktiv begleite, nie so schlecht übereinander reden hören in Europa. Das sind die faulen Südländer und die arroganten Deutschen. Und also mein Bild von Europa ist nicht, dass wir alle zu kleinen Deutschen machen. Das liegt mir furchtbar fern. Ich mag die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit in Europa. Aber diese Politik bringt es natürlich mit sich, dass man, wenn man deutsches Steuerzahlersparergeld aufbietet und sagt, wir garantieren für das und für jenes und bei der Bevölkerung die Sorgen zunehmen, dass das vielleicht unsere Möglichkeiten überbeanspruchen könnte, dass man dann unter innenpolitischem Rechtfertigungsdruck steht und dann eben hier sehr fest sagen muss, aber das Geld gibt es nur, wenn die ganz genau die Bedingungen einhalten. Das wird natürlich auch in Italien oder in Griechenland gesehen und da kommt dann die Botschaft an, die Deutschen wollen uns vorschreiben, wie wir leben. Dabei haben sie selbst mit der Annahme von Maastricht und Lissabon diese Regeln ja passiert. Sie haben sie selbst aktiv angenommen. Und dass dann derjenige, der darauf besteht, dass die Regeln auch wirklich eingehalten werden, sogar bereit ist, über die Regeln hinweg, sich hinwegsetzend außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, zu helfen, dann beschimpft wird, ist eine negative Begleiterscheinung dieser Bailout-Politik, die man hätte vermeiden können, wenn man von Anfang an gesagt hätte, there's no bailout. Aber für die Zukunft könnte man es ja vielleicht ein bisschen besser machen. Es wird häufig nach deutscher Führung gerufen und dann wird deutsches Geld gemeint. Das ist nicht mein Modell. Also ich glaube auch nicht, dass Geld Freundschaft kauft. Wir müssen hinnehmen, wenn Länder sich anders entscheiden und dann eben auch jetzt das Rahmenwerk entsprechend umstellen, dass wir sagen, es ist kein Problem, wenn ihr mit dieser starken Währung Euro nicht zurechtkommt, sondern wieder die Möglichkeit haben wollt, abzuwerten, um außenpolitisch ein bisschen, außenwirtschaftlich ein bisschen Grund unter die Füße zu kriegen, dann tut das in drei Gottes Namen. Es ändert nichts an der Mitgliedschaft in der EU insgesamt, die EU der 27, bald 28, wenn die Kroaten dabei sind, mit ihren vier Freiheiten, ist eine grandiose Wohlstands- und Freiheitsmaschine, die dort in Gang gesetzt worden ist, die ist wichtig zu erhalten. Und wenn wir durch wirklich Irritationen, Verspannungen, durch diese Zwangsjagdwährung, so wird es bei manchen ja empfunden, dieses große Friedenswerk gefährden, dann wäre das verhängnisvoll. Ich finde, da sollten wir einfach sprachlich abrüsten. Es ist nicht so, dass Europa scheitert, wenn der Euro nicht mehr in 17 Ländern, sondern nur noch in 14 Ländern oder 13 Ländern Zahlungsmittel ist. Es ist doch kein Däne ein schlechterer Europäer, es ist kein Ungarn ein schlechterer Europäer, es ist kein Polen ein schlechterer Europäer, nur weil er eine andere Währung zahlt. Abschlusswort, Herr Dr. Zucker. Ja, also ich wollte mich anschließen, aber in einem anderen Kontext wollte ich sagen, aus ungarischer Sicht ist weder die Kanzlerin noch die Bundesregierung ist in Europa isoliert. Aber auch über Deutschland wird oder läuft eine politische Debatte. Und diejenigen, die diesen Eindruck vermitteln, verfolgen nicht die politischen Ziele wie die Bundesregierung.
Und ein Botschafter hält sich von der Politik fern. Aber vielleicht so viel darf ich sagen, dass die Rezepte, die manche auf die Bundesregierung aufzwingen wollen, haben sich schon in der Vergangenheit als falsche Rezepte erwiesen. Und wenn wir das nicht sehen, dass er sich um eine politische Auseinandersetzung mit der Wertevorstellungen der Bundesregierung handelt, es ist eine bürgerliche Regierung und hat andere, nach unserer Auffassung, weil die ungarische ist auch eine bürgerliche, andere Rezepte für die Lösung dieser Probleme. Also wir stehen an der Seite der Bundesregierung. Da freuen wir uns drüber. Will ich noch mal ganz kurz die Eurozone im Jahre 2020 mit Ungarn, aber ohne Zypern? Ja, das ist ganz schwer abzuschätzen. Wir haben das sind noch 7 Jahre. Also ich glaube schon, dass wir den Euro nur behalten werden, wenn wir Veränderungen des Währungsraums zulassen. Wer sich dort dann wie positioniert, bleibt abzuwarten. Aber eine länderscharfe Prognose zu stellen jetzt wäre rein spekulativ. Ich bin Ökonom und kein Seher. Ja, meine Herren, vielen Dank für die interessante Diskussionsrunde. Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.